Kennen Sie die Lust, einmal einen Picasso oder einen Van Gogh zu kaufen und jedes Mal müssen Sie vor Ihrem Portemonnaie kapitulieren? Das könnte sich vielleicht ändern. Ihre bis jetzt unerschwinglichen Lieblingsbilder können Sie sich nämlich praktisch originalgetreu nachmalen lassen. Der Pino Aschwanden weiss, wie man günstig zu den teuersten Gemälden der Welt kommt. Hunderte von Millionen Franken lägen da locker herum. Wenn alles echt wäre. Ein Stell-dich-ein der berühmtesten Maler. Picasso, Mondrian, Da Vinci, Degas, Gauguin, praktisch alle für ein Butterbrot zu haben. Wir haben hier eine Monet, Kathedrale von Rouen, für ca. 700 Franken. Dann haben wir hier einen gemalten Warhol, um die 1000 Franken. Hier haben wir noch Tamara de Lempicka, die ist um die 1100 Franken. Ein Modigliani, liegende Akt, der ist um die 2000 Franken. Und da haben wir noch zuletzt einen Van Gogh für ca. 450 Franken. Roman Graf, Maler aus Leidenschaft, kopiert die schönsten und teuersten Bilder der Welt. Gelernt hat er sein Handwerk in der Kunstgewerbeschule Zürich und in Thailand, wo möglicherweise die weltbesten Fälscher zu Hause sind. Doch Graf hält sich strikter ans Gesetz. Er fälscht nicht, er reproduziert, unter Einhaltung verschiedenster Vorschriften. Zum Beispiel eine Technik darf man nicht genau übernehmen oder man darf das gleiche Maß nehmen, also die Maßeinheit nicht übernehmen. Man darf zum Beispiel auch die Unterschriften nicht vorne drauf tun. Das ist wichtig, weil einfach zu viel Unfug getrieben wird. Sie haben auch Angst, weil es sehr gute, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Fälscher gibt. Im Klartext. Beim Bild eines Malers wie etwa Dalí, der noch nicht 70 Jahre verstorben ist, darf die Unterschrift nicht gesetzt werden. Unterzeichnet werden dürfen nur ältere Maler, wie hier dieser Gauguin. Das Handwerk des Kopisten verlangt einiges an Kenntnis und Können. Die schwersten sind eigentlich die, die am einfachsten dunkeln. Also zum Beispiel so ein Gauguin oder auch ein Modigliani, die sehen einfach aus, weil es nicht fotorealistisch ist. Ist aber schwer, weil im Ganzen die haben sie einen Guss gemacht. Und da rein, also dass man das haargenau reproduziert, ist fast nicht möglich. Aber wir können annähernd herankommen. Seit 8 Jahren malt Graf Werke großer Meister nach. Pro Bild arbeitet er normalerweise eine Woche. Es sei denn, die Maße seien übergroß, wie hier bei Gustav Klimt, seinem Lieblingsmaler. Manuela Bottana hat sich von Graf 2 Klimts anfertigen lassen. Unter ihnen ein Bestseller, der Kuss. Wie die meisten Leute hat die kunstsinnige Frau zuerst ein Poster erworben. Es vor 3 Jahren dann durch das originalnahe Duplikat ersetzt. Die Wirkung sei frappant. Man kann viel mehr drin hineingehen. Und das Papier ist lebloser. Und die Ölfarbe die leuchtet mehr. Das Gold vor allem, das der Klimt hat. Das Bild, das ihr wie kein anderes nahe geht, ist Klimts, die 3 Lebensalter der Frau. Vor kurzem hat sie sich das Bild neu von Roman Graf malen lassen. Stört es Sie, dass sie sich mit einer Kopie abfinden muss? Nein. Also mit dem habe ich überhaupt keine Mühe. Weil, also ich denke, das war schon immer mein Wunsch gewesen, aber ich hätte früher nie gedacht, dass ich mir das ins Haus holen kann. Und ich denke, vom Originalkünstler, das ist ja unmöglich. Das hängt jetzt in Rom, in der Galleria Nazionale d'Arte. Und ja. Also da habe ich kein Problem. Graf sagt, er lebe gut von seinen Reproduktionen. So gut, dass er ein 30 europäische und thailändische Maler als freie Mitarbeiter eingebunden hat. An die 600 Bilder haben sie bislang kopiert. Fragt sich noch, wie befriedigend ein Leben als Kopist sein kann. Für mich ist es sehr befriedigend, weil jedes hat eigentlich seine Geschichte. Und vor allem das Befriedigste ist, eigentlich kann ich dann beim Kunden das Bild liefern und es wird in der Wohnung aufgehängt und ich im Grunde genommen Anführungszeichen verewigt bin.
was selten kommt, und sagen, ich habe einen Klimt daheim oder ich habe einen Graf daheim? Klimt natürlich.